Leute, ich bin Katrin und willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Es ist Anfang des Monats, was bedeutet das? Mein Lesemonat natürlich wieder direkt als erstes. Ich habe im Juni 16 Bücher gelesen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Es ist mega warm, ich musste mein Fenster zumachen, dass ihr nicht die ganze Zeit die Autos vorne hört. Deswegen habe ich einen Fächer. Ich hoffe, das ist okay für euch, weil sonst gehe ich hier ein. Und ich hoffe auch, meine Kamera ist nicht die ganze Zeit am Überhitzen und geht die ganze Zeit aus. Weil das kann gut passieren, dass es jetzt die letzte Male passiert. Wundert euch nicht über den Stapel hier hinten. Das sind immer noch diese ganzen Bücher vom Bookernhaul. Ich habe mich immer noch nicht dran setzen können. Erstmal TBR-Update. Ich habe ganze 7 Bücher von meinem TBR gelesen. Und es war ein bisschen schwierig. Ich wollte auf jeden Fall ein paar mehr Bücher schaffen von meinem TBR an sich. Ich hatte, falls ihr meine Vlogs aufmerksam verfolgt habt, war ich in so einer Semi-Leseflaute. Aber ich finde alles im Rahmen okay, weil im Mai hatte ich 42 Bücher gelesen und ich glaube, das war zu viel Input und dann kam ich nicht so gut mit einer neuen Story klar, beziehungsweise ich konnte mich nicht wirklich hinsetzen und lesen. Den Großteil habe ich als Hörbuch gehört, zum Großteil werde ich auch sagen können, ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ein anderer Reminder, trinkt was, holt euch was zu trinken. Ich habe Wasser hier unten stehen, weil ich im Moment keinen Kaffee und sowas trinken kann. Ein dritter Reminder, weil alle guten Dinge sind 3. Vergesst nicht, wenn euch das Video gefällt, einen Daumen oben da zu lassen und meinen Kanal zu abonnieren. Wir sind auf dem Weg zu 500 Abonnenten, deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr die voll macht, falls ihr neu hier seid. Und jetzt starten wir auch direkt mit dem Video. Das erste Buch, was ich gelesen habe, ist einmal More Than Words von Mia Scheindan. Das war jetzt auch ein gutes Jahr auf meinem Sub. Mich würde es mal interessieren, wann ihr Bücher, die ihr so lange unten gelesen hier stehen habt, als Subleiche betitelt. Weil ehrlich, ich weiß es nicht. Normalerweise bin ich so, ab 2 Jahren kann man das mal machen, aber mittlerweile habe ich nicht mehr so viele Bücher hier stehen und ich würde sagen, das wäre sonst eine Subleiche geworden. Hätte ich jetzt nicht gesagt, ich lese alle Bücher, sodass sie nicht mindestens ein Jahr hier stehen. Wisst ihr, was ich meine? Ab wann ist für euch ein Buch eine Subleiche? Lasst es mir gerne wissen, dann kann ich vielleicht mich da ein bisschen dran orientieren. Und ich muss sagen, dass das Buch ist wahrscheinlich mein Vlog von diesem Monat. Ich habe noch ein anderes Buch, was ich als Vlog betiteln würde. Dazu kommen wir dann gleich. Hierzu, einfach storytechnisch, war es überhaupt nicht meins. Es konnte mich nicht so wirklich ganz überzeugen. Ich fand vieles vor allem am Anfang sehr toxisch. Und ich konnte mich nicht wirklich auf, wie hieß er, Kellen einlassen. Es geht hier darum, dass Kellen und Jessica waren so beste Freunde am Anfang des Buches. Die waren dann noch ein bisschen jünger, aber man wird so reingeworfen. Ich dachte, das ist vielleicht eine Dual-Timeline oder so. Also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, es ist auch ein sehr kurzes Buch. Es hat so ungefähr 320 Seiten, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Jessica wollte ihn unbedingt retten, weil es steht auch so im Klappentext. Für sie war er so ihr gebrochener Prinz und so. Und ja, die haben sich dann geküsst und irgendwie Kellen hat sich nie gut genug für Jessica gefühlt und deswegen ist da sehr viel unnötiges Drama aufgekommen. Er wurde dann ein berühmter Komponist und ja, irgendwann hatte er keine Motivation mehr, irgendwie was zu schreiben. Und dann kam Jessica wieder zurück in sein Leben und dann war sie halt seine Muse. Und keine Ahnung, es war halt sehr komisch, weil er sich halt sehr strikt dagegen gewehrt hat, sie in sein Leben zu lassen. Und das war irgendwie sehr anstrengend. Deswegen habe ich da sehr schnell mein Interesse dran verloren, was ich sehr schade fand. Es war auf jeden Fall gut geschrieben. Ich mag den Schreibstil von der Autorin eigentlich recht gerne. Ich denke aber, dass ich bei anderen Büchern ein bisschen besser aufgehoben wäre. Unter anderem habe ich den Monat genutzt, um ein paar Reihen zu beenden und eben eventuelle Subleichen abzubauen und neue Bücher aufzulesen. Und zum anderen habe ich jetzt mit einer Fantasy-Reihe weitergemacht, um sie dann zum neuesten Stand zu beenden. Ich glaube, der letzte Teil kam im Mai raus und deswegen wollte ich da unbedingt jetzt weiterlesen. Und zwar hatte ich jetzt seit Oktober oder November Light and Flame hier stehen. Ich glaube, das war November. Und ich kam nicht dazu, diesen Teil anzufangen. Jetzt habe ich ihn endlich gelesen, weil das ist schon immer ein ziemlicher Klotz und ich brauche mal eine Weile, um wieder reinzukommen durch die Abstände von den Teilen und vor allem, weil hier erstmal nur ein Teil gab. Das ist die Fortsetzung zu Shadow and Amber. Ja, das ist nämlich die Spin-off-Reihe zu der Blood and Ash-Reihe, die man aber zwischendurch lesen soll. Also am besten, falls ihr überlegt, die Blood and Ash-Reihe zu lesen, so wie sie rausgekommen ist. Also erst die drei
ja, erst die drei Teile von Blood and Ash, dann den ersten Spin-off, dann den vierten Teil von Blood and Ash, den Spin-off und dann der fünfte Teil von Blood and Ash, aber dazu kommen wir dann auch gleich. Ja, ich wollte halt unbedingt weiterlesen, ich wollte Sorin and Ash lesen. Ja, deswegen habe ich mir das hier genommen, bin dann durch dieses Buch geflogen. Ich werde jetzt hier nicht viel auf den Inhalt drauf eingehen, da es trotzdem zusammenhängend ist. Ich niemanden spoilern möchte und das geht auch nicht davon, dass ich schon wieder halt vergessen habe, worum es ging. Hier geht es einmal um quasi die Vorgeschichte zu Blood and Ash und hat zwei andere Charaktere und es hat eine andere Stimmung, aber gleichzeitig ist es auch recht ähnlich, also zu der Hauptreihe an sich. Ich finde es nicht schlecht, es hat mich hier auf jeden Fall wieder ziemlich schnell abgeholt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den dritten Teil von den Spin-Offs. Soweit ich es gesehen habe, gibt es dann sogar noch einen vierten. Den dritten habe ich mir jetzt vorbestellt, den gibt es jetzt bei Shadow Fandoms zum Vorbestellen, weil ich ja alle von den Farbschnittversionen von Shadow of Fairness hier habe, dann möchte ich natürlich auch, dass sie zusammenpassen. Und ja, den habe ich mir jetzt schon vorbestellt und ich bin sehr froh, wenn der rauskommt. Ich glaube, im September oder Oktober war das gewesen. Kann auch sein, dass ich wieder falsche Daten im Kopf habe. Vertraut mir nicht, was Daten angeht. Ich weiß es nicht. Ich mochte es hier sehr gerne. Ich glaube, das ist jetzt auch mein Highlight von diesem Monat geworden, weil es mich so krass gefesselt hatte und mich wirklich wieder sehr stark überzeugt hat. Ich habe aber noch ein anderes 5-Sterne-Buch. Aber da war der erste Teil von der Reihe auch schon mein Highlight für den Januar, war das, glaube ich. Ich bin mir gerade selber nicht sicher, wann ich ihn gelesen habe. Ich glaube, es sollte im Januar gewesen sein. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass das hier mein Highlight ist. Und weitergemacht habe ich dann passend dazu mit Sorin and Ash. Ja, meine Bewertung, also falls ihr jetzt nicht Bewertung, aber du hast doch nichts eingeblendet. In den Kapitelübersichten seht ihr immer meine Bewertung. Ansonsten, falls ihr in der Videobeschreibung runterscrollt, da seht ir sie auch. Ja, und zwar Sorin and Ash. Ich habe das Buch so bewertet als einzelnes Buch, wie ich es empfunden habe. Und nicht, wie sauer ich nach diesem Teil war. Zum einen ist es jetzt ein bisschen schwierig, das spoilerfrei zu sagen. Ich glaube, ich bin richtig in dem Vlog drauf eingegangen. Ich bin von was komplett anderes ausgegangen, als der Teil angekündigt war. Und zum einen bin ich davon ausgegangen, dass hier wird der letzte Teil sein. Jetzt gibt es noch einen sechsten Teil, was auch total Sinn macht. Und nach meiner Erwartung war ich hier total enttäuscht. Es ist basically Blood and Ash aus seiner Sicht. Er erzählt es nach, wie es für ihn war, damit Poppy sich wieder daran erinnert. Und ist ja alles schön und gut, diesen Teil zu nutzen, irgendwie diese Backstory zu erzählen. Ich finde aber, man hätte das anders handhaben können. Ich finde, man hätte einen komplett anderen Teil nochmal schreiben können, sage ich jetzt mal so, wo man klar kommuniziert, okay, das ist jetzt quasi die Geschichte aus seiner Sicht und man erwartet nicht, dass die Story weitergeht, weil hier geht die Story wirklich null weiter. Und das fand ich sehr schade, weil ich hätte mir den Teil sowieso gekauft wahrscheinlich für Vollständigkeit und so. Aber ich wäre nicht so gehypt gewesen. Ich glaube, ich hätte ihn sonst auch nur so hier reingestellt in meinem Bücherregal, weil das Ding ist, dass mich das jetzt eher weniger interessiert hat. Ich habe sehr viel auch übersprungen, weil, wie gesagt, ich bin von erstens was anderes ausgegangen und zweitens fand ich das total uninteressant, weil mich das basically nicht wirklich interessiert hat. Ich habe dann ein paar Rezensionen gelesen und man verpasst wirklich kaum was, beziehungsweise gar nichts. Selbst in der Gegenwart passiert nicht wirklich was. Vielleicht das Ende dann noch. Ja, man erfährt nichts Neues, nur weil man jetzt seine Sicht hat. So war es eigentlich ein sehr gut geschriebenes Buch. Ich liebe die Reihe total und ich denke mal, viele freuen sich auch über seine Sicht, aber ich glaube, das war wegen der Ankündigung und wie man da jetzt mit umgegangen ist, dass man da eher so sich dachte, nee, hätte jetzt nicht gemusst. Dann hatte ich plötzlich Lust, rein zu beenden und habe mir das nächste Fantasy-Buch geschnappt von Jennifer Armstrong, was ich hier hatte, und zwar Rage and Ruin, der zweite Teil zu der Heartbringer-Series, im Deutschen der fünfte Teil zu der Dark Elements-Reihe. Die ist auch zusammenhängend. Storm and Fury habe ich im April, glaube ich, gelesen. Ich weiß, ich habe ihn im April gekauft, letztes Jahr. Deswegen weiß ich nicht, wann ich den jetzt gerade gelesen hatte. Aber ich habe jetzt erstmal die Dark Elements Reihe gelesen, weil die vor dem spielt und jetzt habe ich damit weitergemacht. Und ich muss sagen, dass mich der Teil weniger überzeugt hat als der erste Teil von der Heartbringer Series. Ich weiß nicht mal wirklich, woran es lag. Ich glaube, vom Aufbau her fand ich das sehr lang. Ich bin mir gerade selber nicht sicher, wie das war, weil das Buch auch sehr stark an mir vorbeigerauscht ist. Anfangs fand ich es noch recht gut. Irgendwie, ab irgendeinem Punkt habe ich mein Interesse verloren. Das hatte ich aber auch mit dem ersten Teil so ein bisschen. Dass ab irgendeinem Punkt dachte ich mir so,
Ja, okay. Ist jetzt schon ein bisschen langweilig. Zum Ende hin wurde es natürlich dann wieder spannend. Und ich war auf jeden Fall gespannt, da Gantt 3 zu lesen. Dazu kommen wir dann auch nochmal später. Trotzdem war ich jetzt nicht so, oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt weiterlesen. Deswegen habe ich mir nicht Teil 3 direkt genommen. Aber sonst, es ist halt angenehm geschrieben. Aber ich glaube, ich bin bei anderen Reihen von ihr ein bisschen besser aufgehoben. Weil man schon merkt, dass es doch mehr Young Adult Fantasy. Ich glaube nämlich, da ist die Dark Elements Reihe als jetzt zum Beispiel Blood and Ash. Also ich finde, da liegen schon Welten zwischen. Also von dem auch, wie es mich fesselt. Dann habe ich mir ein Womans Buch geschnappt, was auch auf meinem TBR war, weil ich habe es letztes Jahr im Juni gekauft und ich wollte nicht, dass es ein Jahr hier rumsteht. Und zwar einmal Wreckhead, der dritte Teil der Dirty Air Series. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Weil dieses Buch ist an mir vorbeigerauscht. Ich glaube, ich war immer noch nicht ready, diesen Teil zu lesen. Ich war sehr gespannt auf Elena und Jacks Story. Ich weiß noch, Elena ist Jacks PR-Managerin, keine Ahnung. Und er macht immer sehr viel Scheiß und er soll einfach ein besseres Image bekommen. Und ja, es war so ein Enemies to Lovers-Ding, glaube ich, mehr. Irgendwie konnte mich dieses Buch nicht so ganz an sich fesseln. Und deswegen ist es halt auch wirklich viel an mir vorbeigerauscht. Irgendwie habe ich die Charakterkonstellation dort nicht so gefühlt und dadurch hat es mich einfach nicht so ganz fesseln können und dann hatte ich auch keinen Bock. Ich weiß auch nicht, irgendwie entweder war jetzt doch ein bisschen zu viel Pause für mich zwischen den Teilen, dass ich es halt einfach angefangen habe oder ich habe einfach mein Interesse an die Reihe verloren. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Das nächste Buch von meinem TBR ist einmal Gone Heritage gewesen. Das habe ich mir dann danach geschnappt. Und hier lief es dann schon wieder etwas besser mit dem Interesse und dass ich daran gefesselt war. Ich muss sagen, dass ich auch hier von etwas anderem ausgegangen bin, vom Klappentext her, den hatte ich auch mal vorgelesen gehabt, ich glaube im TBR-Video. Hier geht es einmal um die Schwester von Alexander aus dem ersten Teil, Ellie, Eleanor. Und einmal um Lucas. Geht darum, dass sie damals eine Fake-Identität hatte und irgendwann ist Lucas hintergekommen und deswegen verstehen sie sich nicht mehr so gut und jetzt arbeiten sie quasi wieder zusammen und sie versucht halt auch wieder falsche Identität mäßig, dass halt niemand weiß, aus welcher Familie sie kommt, weil sie die Vorteile ihrer Familie mit dem Keksunternehmen und alles da davon nicht abhängig gemacht werden will. Sie will das, was sie schafft, will sie alleine schaffen, was ich auch richtig gut finde. Ich dachte, jetzt gibt es auch wieder eine Dual-Timeline oder irgendwie irgendwas, was mich aufklärt, was ist passiert, aber ich hatte das Gefühl, dass man wird so richtig in die Story reingeworfen. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob jetzt im ersten Teil eine Überleitung war, weil ich den ersten Teil wieder kaum im Kopf habe, aber das kann gut möglich sein. Aber hier habe ich mich so gefühlt, als würde man so richtig reingeworfen werden und die Story fängt einfach an. Deswegen war es schwer für mich, dort erstmal zurechtzukommen, was jetzt überhaupt abgeht. Hätte ich den Klappentext nicht gelesen, hätte ich gar nichts gewusst. Und ich glaube, es wurde dann ein paar Mal die Vergangenheit von den beiden angeschnitten. Aber es wurde nie wirklich, also vor allem am Anfang, wurde nie wirklich gesagt, was passiert ist. Ich glaube, später dann erst. Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Es war halt irgendwie sehr anstrengend, da durchzukommen. Es war ein gut geschriebenes Buch. Und ich mochte die Chemie zwischen den Charakteren, hatte aber auch noch die ein oder andere Problemstelle. Das Ding war halt einfach, dass für mich dieses reingeworfen werden und man wird nicht wirklich aufgeklärt, sondern die hassen sich halt einfach und machen Anspielungen darauf, fand ich es doch ein bisschen schwierig. Dann kommen wir zu meinem anderen 5-Sterne-Read und zwar Cold Heart Deep in Shallow, der zweite Teil. Ich kann zu diesem Teil nichts Schlechtes sagen, außer eine Sache und dazu komme ich dann gleich. Ich werde hier auch nicht wirklich auf den Inhalt drauf eingehen, weil es auch wieder zusammenhängt ist. Hier geht es um Elijah von der Westworld-Reihe, der kleine Bruder von Josiah und Felicity. Hier war es halt am Anfang sehr stark mi 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 und mi 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 von dem Ende des ersten Bandes, was ich fand es sehr lang. Fand ich aber nicht schlimm, wie die Charaktere damit umgegangen sind. Also es war kein unnötiges mi 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 in dem Gefühl, sondern es war mehr, dass es war ziemlich lang gestreckt. Aber von dem Sinne, ich finde das immer sehr angenehm mitzulesen und mitzuverfolgen, wenn Lena Kiefer das schreibt, weil sie schreibt es auch so, dass man kann das schon nachvollziehen und dass man halt nicht sagt, das ist jetzt voll lang und so total unnötig und so, sondern halt wirklich, man versteht die Charaktere und warum und die Story drumherum ist auch nochmal so richtig spannend aufgebaut, dass man halt komplett erstmal vergisst, bis das Mimimi wieder auftaucht.
da war ja was. Aber ja, das ging mir ein bisschen zu lang. Aber sonst hatte ich, glaube ich, nicht wirklich viel. Bisher finde ich die Reihe aber etwas schwächer als die Wrestle-Reihe von der Thematik an sich. Es ist aber sehr interessant, wie es jetzt noch so ein bisschen rausgekommen ist und stuff. Also die Main-Story von dem Buch an sich finde ich sehr interessant, damit es jetzt nicht falsch rüberkommt. Aber ich war mehr gefesselter von der Art, wie Josiah und Helena in ihren Teilen so aktiv wurden, als jetzt wie Elijah und Felicity hier. Aber gleichzeitig ist es trotzdem sehr spannend mitzuverfolgen. Dann habe ich mit einem Fantasy-Buch weitergemacht und ich hoffe, dass ich diesen Monat dazu komme, den dritten Teil davon auch zu lesen. Und zwar The Heart of Betrayal. Ich wollte eigentlich nicht so viel Zeit dazwischen lassen zwischen The Kiss of Deception, The Heart of Betrayal und The Beauty of Darkness. Dieser Teil ist wieder an mir vorbeigegauscht. Sie sind zusammenhängend, aber ich bin ehrlich, selbst wenn es nicht so wäre, ich könnte euch nicht sagen, was hier passiert ist. Weil ich fand es hier mit den Sichten noch verwirrender als in dem ersten Teil. Gibt es oft keine POV am Anfang des Kapitels und ich weiß nie, wer was ist. Und das ist das, was mich am meisten rausholt aus der Story, weil ich nicht weiß, wer das jetzt, wessen Sicht ist das jetzt. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich mache nochmal eine kleine Pause mit The Beauty of Darkness. Aber ich wollte jetzt die nächste Zeit gucken, dass ich mich da eventuell ransetze. Aber es ist halt wieder sehr lang. Die Bücher werden immer länger, aber der dritte Teil ist auf jeden Fall ein sehr starker Klotz. Ja, ich hoffe, dass das mit dem dritten Teil ein bisschen besser funktioniert. Hier wirklich, ich habe keine Ahnung. Und ich hoffe auch, dass ich hatte, glaube ich, am Ende hatte ich mich versucht, noch ein bisschen darauf zu konzentrieren. Aber ab irgendeinem Punkt habe ich einfach keinen Plan. Dann kommen wir zum nächsten Buch und ich glaube, das war auch auf meinem TBR, weil ich habe es im Juli gekauft, glaube ich. Ich habe Beautiful Grace von Ashley Chen genommen. Und ich muss sagen, dass mir das Buch mehr gefallen hat als die letzten Bücher, die ich von ihr gelesen habe. Aber ich fand es trotzdem von der Story nicht wirklich gut. Es war wieder sehr toxisch, aber das ist Ashley Chen. Aber diese Thematik mit den beiden Brüdern fand ich jetzt nicht so abholend, irgendwie. Moralisch gesehen fand ich das jetzt auch nicht so nice. Und keine Ahnung, da waren so viele Stellen, die sehr problematisch waren, die ich halt auch überhaupt nicht verstanden habe. Also aus ihrer Sicht auch. Und ja, ab irgendeinem Punkt dachte ich mir so, okay, ja, reicht. Aber ich fand es erstmal von dem Aufbau recht interessant, trotzdem mitzuverfolgen, was passiert hier und wie, wo, was. Zum zweiten Teil des Buches, also das wir in Teil 1 und Teil 2 aufgeteilt, zum zweiten Teil des Buches fand ich es dann wiederum sehr langweilig und da hätte es auch schon wieder bei mir vorbei sein können gefühlt. Vor allem der zweite Teil vom Buch fand ich ziemlich anstrengend, noch dranbleiben zu wollen. Dann habe ich die nächste Reihe beendet. Ich glaube, das Buch war auf meinem TBR. Ich habe damit eine Reihe beendet und zwar habe ich einmal Twisted Lies. Es ist ein Buch, was ich auch direkt wieder mit aussortiere, weil ich habe ja gesagt, die Reihe habe ich aus meinem Bücherregal rausgenommen, bei meinem Book Unhaul. Und ich will das noch lesen und dann kommt die Reihe weg. Und deswegen, weil ich habe es geschnitten und da war ich so, komm, ich lese es jetzt einfach. Mir hat der Teil ein bisschen mehr gefallen. Ich habe den Teil großteils als deutsches Hörbuch gehört. Ich kann mir vorstellen, dass ich es dadurch ein bisschen einfacher und besser fand als die anderen Teile, die ich alle auf Englisch gelesen hatte. Muss aber sagen, dass es halt überhaupt nicht meine Story war. Es war sehr lang, hatte ich das Gefühl. Teilweise fand ich es sehr anstrengend. Die Fake-Beziehung habe ich auch nicht so wirklich gefühlt. Und da waren einige Dinge zwischendrin, die einfach für mich total unnötig waren. Und ich fand es einfach ein bisschen zu lang. War es eigentlich ganz gut. Es war halt einfach überhaupt nicht meine Reihe. Und ich habe es da einfach wieder gemerkt. Und ich werde auch ihre anderen Bücher nicht kaufen. Ich denke, es gibt genügend Leute, die überzeugt von den Büchern sind. Meins ist es einfach persönlich überhaupt nicht. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die auszusortieren. Dann kommen wir zum einzigen Manga, den ich beendet habe. Und zwar sind es so drei Bücher an sich. Weil ich habe wieder ein Massivband beendet. Und zwar Yu-Gi-Oh! Band 6. Da saß ich extrem lange dran. Ich glaube, über eine Woche. Der Teil hat mir eher weniger gefallen, weil es sehr langweilig war. Jetzt zum Ende hin ist jetzt wieder ein neues Turnier und deswegen finde ich es auch wieder interessant. Aber mit dem Rest von der Story, also in dem Teil hier, oder in den drei Teilen, konnte ich nicht wirklich viel anfangen. Deswegen habe ich so lange dran gesessen. Kommen wir zu einem letzten Teil einer Reihe, die ich auch weitergelesen hatte. Und zwar habe ich dann mir Redeemed geschnappt und damit auch die Dirty Air Series beendet. Und damit auch alle Neuzugänge aus dem November abgebaut.
Hier lief es so ähnlich. Am Anfang der Story kam ich nicht wirklich rein. Ich habe verstanden, was mit Santiago war und dann irgendwie habe ich sehr schnell das Interesse verloren. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt eine kleine Pause. Dann habe ich mir erstmal Twisted Lies genommen und dachte mir so, okay, jetzt setze ich mich dran und ich konzentriere mich. Ein paar Stellen könnte ich euch jetzt sagen, was da passiert ist. Es ging um eine Fake-Beziehung. Ich habe aber den Übergang von Fake-Beziehung zu realer Beziehung nicht mal mitbekommen. Und irgendwie Chloe und Santiago hatten mich so auch nicht gefesselt. Das Ding ist aber, von vielen ist das hier der Lieblingsteil. Und deswegen finde ich das ein bisschen schade, weil ich dachte, ich habe einfach irgendwas verpasst. Ja, vielleicht war es nicht die klügste Entscheidung, die letzten beiden Teile als Hörbuch zu hören. Weil bei den anderen beiden Teilen saß ich halt wirklich dran. Ich habe wirklich viel mitbekommen. Das, was ich jetzt auch im Vlog gesagt hatte, wie mein Empfinden dazu ist, ist, dass ich durch den ersten Teil sehr hohe Erwartungen an die anderen Teile hatte. Generell an ihren anderen Büchern. Und ich finde ihre anderen Bücher nicht schlecht, aber es kam für mich jetzt noch nichts an den ersten Teil von der Dirty Air Series ran, was die Chemie zwischen den Charakteren anging, von dem, was ich einfach mitbekommen habe. Jetzt, okay, die beiden letzten Bücher sind ein bisschen scheiße gelaufen an der Stelle, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, erstens war meine Erwartung zu hoch und zweitens vielleicht die Lücke einfach zu riesig, dass ich da gar nicht mehr wirklich gespannt darauf war, weil ich ja auch ihre anderen Bücher währenddessen gelesen habe und ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich hier nicht wirklich viel Interesse dran. Dann kommen wir zur nächsten Reihe, die ich beendet habe. Und zwar habe ich, wie angekündigt, Grace and Glory gelesen. Der dritte Teil von der Heartbringer Series, also der darauf folgende Teil von Rachel Ruin. Und hier muss ich sagen, ich brauchte einen Moment, um wieder reinzukommen, weil ich vergessen habe, was in Rachel Ruin passiert ist. Zusammenhängend, hier geht es immer noch um Zane und Trinity. Ich fand das direkt zum Anfang wieder sehr anstrengend. Die Situation mit Zane, der Outcome von dem Ende des zweiten Bandes, sehr anstrengend für mich war. Das war einfach sehr nervig und dadurch habe ich jetzt nicht so wirklich viel am Anfang aufgepasst. Das Ende habe ich wiederum sehr gut mitbekommen an der Stelle. Und zum Ende wurde es auf jeden Fall noch sehr spannend, aber gleichzeitig am Ende kam noch so ein Plot-Twist, den ich sehr willkürlich fand, dass der jetzt und so plötzlich, und damit habe ich null gerechnet, jetzt so gesehen, ich glaube, ich bin einfach mit anderen Reihen von ihr besser aufgehoben. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das, was jetzt neu auf Deutsch von ihr rauskommt. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es auf Deutsch oder auf Englisch hole. Meine Kamera ist überhitzt. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Hier. Ich habe 10 Minuten lang Edits geguckt. Dementsprechend, ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Es kommt jetzt ein neues Buch raus auf Deutsch. Das ist auf jeden Fall schon auf Englisch draußen. Und ich weiß noch nicht, wie ich das hole. Ich lese mir das nochmal durch. Aber ich glaube, das könnte auch wieder etwas mehr in meine Richtung sein als die Reihe. Aber ich fand sie nicht schlecht. Und zwar haben wir als erstes ein Dark Moments Buch, was auch auf mein TBR war. Und zwar einmal Korrupt von Penelope Douglas. Der erste Teil von der Devil Knight Series. Und ich bin auf jeden Fall interessiert daran, weiterzulesen. Ich musste mich jetzt zusammenreißen, nicht direkt die anderen drei Teile zu kaufen, weil ich weiß, dass die einfach nur hier rumstehen werden. Aber eventuell hole ich mir demnächst den zweiten Teil davon. Ich würde nämlich gerne auch die Version weiterkaufen, weil ich die einfach cooler finde. Aber die kosten 20 Euro pro Buch. Ja, aber ich habe sie auch gebraucht gefunden, deswegen bin ich gerade am Überlegen. Ich weiß noch nicht, ob sie immer noch drin sind. Ja, hier geht es einmal um Erika und Michael und es ging in eine komplett andere Richtung, als ich gedacht hätte. Ja, es hat so eine Dual-Timeline, einmal jetzt und einmal vor 3 Jahren und anscheinend sind Dinge vor 3 Jahren passiert, dass Michaels Freunde ins Gefängnis mussten und Erika soll dran schuld sein. Deswegen wollen sie sich so ein bisschen an ihr rächen an der Stelle. Ja, ich muss sagen, es gab die eine oder andere Stelle, die mir nicht so ganz gefallen hat, wo ich eigentlich schon wusste, dass ungefähr sowas in der Richtung passiert, weil damals habe ich sehr viele TikToks gesehen und deswegen habe ich mir das Buch auch schnell nicht in die Hand genommen. Ich fand aber, dass das Buch mich mehr überzeugt hat, als ich dann gedacht hätte. Also ich fand es dann doch ein bisschen besser, aber wie gesagt, so die eine oder andere Stelle und deswegen habe ich auch ein bisschen was abgezogen, fand ich dann doch ein bisschen too much, aber trotzdem bin ich sehr gespannt auf die nächsten Teile. Ich hoffe mal, dass ich dann ein bisschen schneller dazu komme, es zu lesen. Aber ich habe dazu gesagt, ich habe ein bisschen Panik, ich habe das deutsche Hörbuch dazu gehört und ich war da so, wegen Tammy. Aber Tammy hat das mega gut eingesprochen. Ich wollte einfach nur die Appreciation mal da lassen, weil ich gesagt habe, ich habe da so meine paar Bedenken einfach, weil ich Tammy mit was komplett anderem assoziiere als jetzt so ein Dark Romans Buch an der Stelle. Aber sie hat das richtig gut eingesprochen und ich habe total vergessen, dass es Tammy war an der Stelle, um das einfach mal hier gelassen zu haben. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, war sehr spontan. Das habe ich auch diesen Monat erst gekauft, beziehungsweise letzten Monat erst gekauft.
Und zwar A Curse for True Love. Der dritte Teil von der Once Upon a Heart Trilogie. Ich hatte ja meine Probleme mit Band 1 und 2, dort überhaupt irgendwie voranzukommen. Hier gab es mehrere Sichten. Ich bin mir gerade selber nicht sicher, ob das schon in den anderen Teilen der Fall war. Ich glaube nämlich nicht. Und ich fand es dadurch ein bisschen einfacher, damit klarzukommen, was überhaupt jetzt gerade passiert. Zum Ende war es dann doch ein bisschen, also das Ende habe ich mehr verstanden, als zum Beispiel den Rest von der ganzen Reihe. Aber gleichzeitig fand ich das da auch ein bisschen, weil ich manchmal diesen Sichtwechsel nicht richtig mitbekommen habe, weil ich so drin war, dass manchmal hat es mich ein bisschen verwirrt. Sonst fand ich den Teil zum Abschluss wirklich richtig gut. Ich bin auf jeden Fall interessiert daran, nach längerer Zeit eventuell die Reihe mal nochmal zu rereaden. Vielleicht dann komme ich ein bisschen besser mit Teil 1 und 2 zurecht, weil die wirklich sehr stark bei mir einfach durch meinen Kopf durchgerutscht sind und ich nicht wirklich viel mitbekommen habe. Der Teil hier hat mir aber, wie gesagt, wirklich gut gefallen und bin ich bisher am besten mit klargekommen. Ich weiß nicht, ob da vom Schreiben her ein bisschen was anderes war, dass ich da einfach nicht so eine großen Schwierigkeiten hatte wie bei den anderen beiden Teilen. Und dann kommen wir zum letzten Buch, auch ein Buch von meinem TBA, und zwar All Our Golden Dreams. Damit habe ich auch diese Trilogie beendet. Und ja, ich fand den Teil etwas schwächer als den ersten Teil. Dadurch, dass es zusammenhängend ist, werde ich jetzt hier auch nicht darauf eingehen. Das hätte ich mir vielleicht am Anfang mal überlegen sollen. Hier ging es eher weniger um die Thematik aus dem ersten Teil. Da ging es viel drumherum wegen dem Hotel, weil da so eine Sache war, dass jemand in einem Zimmer gestorben ist und da haben die da so ein bisschen recherchiert und bla bla bla. Beziehungsweise Alice hatte da so ein bisschen recherchiert, weil sie darüber einen Artikel, glaube ich, geschrieben hatte. Und das fand ich viel, viel interessanter als jetzt hier. Ging es mehr um die Beziehung und es war so ein richtiges Auf und Ab und manche Sachen fand ich halt sehr schwierig mitzuverfolgen. Hier ging es mehr um die Probleme, die Ryan hat durch seine Kindheit, psychisch und so. Ich fand es gut, dass es angesprochen wurde, aber ich glaube, das hätte man auch alles in einem Buch verpacken können und vielleicht in, keine Ahnung, ein etwas längeres Buch mit 500 Seiten oder sowas. Aber zwei Teile fand ich jetzt da ein bisschen zu lang und ich bin halt auch davon ausgegangen, dass es ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ich weiß nicht, hat jetzt Teil 1 das Ende nicht mehr wirklich stark im Kopf. War jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Zeit dazwischen und deswegen brauchte ich auch ein bisschen, um in das Buch reinzukommen und ich weiß nicht mehr, wie gesagt, was genau da passiert ist. Es wurde kein Flop, es hat mich nicht enttäuscht, es war einfach, ich dachte, es geht um was anderes. Und also, was heißt, es geht um was anderes? Es ging ja quasi immer noch um diese Thematik. Es war nur, dass ich vom Aufbau was anderes erwartet habe. Ich fand es halt großteils langweilig. Damit sind wir mit allen Büchern durch. Ich hoffe, dass ich diesen Monat ein bisschen mehr schaffe. Weiß ich aber nicht, weil es wieder sehr stressig wird. Falls ihr das ein bisschen aktiver verfolgen wollt, seid ihr gerne dazu eingeladen, montags meine Vlogs zu gucken, weil die weniger Aufmerksamkeit bekommen als meinen anderen Videos, aber das ist okay. Ansonsten, ich glaube nämlich, dass ich werde dazu nochmal im Vlog was sagen, aber ansonsten könnt ihr gerne auf meinen Goodreads gehen. Da heiße ich Cozy Love Books. Als ich daran denke, packe ich den Link jetzt auch mit unten in die Videobeschreibung, dass ihr dort auf mein Goodreads kommen könnt und dann könnt ihr mich gerne als Freund nennen und ja, dann seht ihr auch so, was ich lese, weil da bin ich doch ein bisschen aktiver, was meine Bewertung angeht, weil ich das ja natürlich tracken muss, als auf meinem Instagram. Da habe ich, glaube ich, die letzten 8 Bücher oder sowas nicht gepostet. Dementsprechend beende ich hier das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. In die Kommentare könnt ihr mir wie immer gerne schreiben, was ihr so gelesen habt, was euer Highlight war, was auch immer. Abonniert gerne meinen Kanal, checkt gerne die Social Media Links unten in der Videobeschreibung aus, falls ihr nicht genug von mir bekommen könnt. Und dann sehen wir uns direkt am Montag zu einem neuen Vlog wieder. Und bis dahin, tschüss! I don't see ya. These days I don't worry about much. I think we should have some more.